Auseinandersetzungen auf der Brücke zwischen Faschisten und Polizei halten an bis 1 Uhr Sonntagnacht mit wenigen Festnahmen. Der Kampf wurde unterbrochen, als 200 Leute in Lichtenhagen eintrafen, um ihren Protest gegen faschistische und rassistische Aktionen zu demonstrieren. Man hat sich gegenseitig irgendwie die Angst genommen, man war mal mehr lustig und so. Das ist schon ein ganz komisches Gefühl. Irgendwer von uns hat mit dem Einsatzleiter oder mit irgendeinem hat so einen Verantwortlichen haben wollen und hat mit denen abgesprochen, dass wir eine kleine Spontan-Demo machen wollen. Und nach einigen Hin und Her, also sofort ich das mitgekriegt habe, hat er gesagt, ja, ist okay, und hat uns dann, hat sogar seine Wasserwerfer, dann ist das mal weggefahren, um uns durchzulassen und auf die Straße zu lassen. Man wusste genau, dass irgendwo im Wohnheim welche sind, die dann denken, oh, endlich mal kommen andere, endlich mal welche, die zu uns gehören oder die mit uns sympathisieren. Und das hat einem irgendwie totale Kraft gegeben. So, als dann wir und die meisten eigentlich von den Demo-Teilnehmern losfahren wollten, kam dann die Bullen. Wir dachten, die wollen uns verarschen, als sie gesagt haben, ja, ihr seid wegen, was ist das für ein Gefahrenverlag oder der Gefahrenverzug, hat die jetzt erstmal alle festgenommen. Ich bin der Auffassung, dass man das verhindern musste und dass die Rechtsgrundlagen aufgrund der möglichen Militanz mit gefährlichen Gegenständen gegeben waren. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat jeder anständige Autofahrer in seinem Kofferraum, ich nicht. Und nicht, wenn sich gerade da 60 so geschlossen in Marsch setzen, dann vermute ich, aufgrund über 33-jähriger Berufserfahrung, vielleicht etwas mehr dahinter. Wenn Sie jetzt aber sagen, dass in Lichtenhagen, das muss ich kurz nochmal darstellen, dass wir also dort mehr, sag ich jetzt mal, antirassistische Gruppen festgenommen haben oder, sag ich mal, aus der nicht rechtsradikalen Szene mehr festgenommen haben als aus der rechtsradikalen Szene, dann ist das falsch. Wir haben in Lichtenhagen eigentlich überhaupt keinen festgenommen, der, sag ich mal, der autonomen Szene. Also wir haben alle, also ich auf jeden Fall, also ich sag jetzt mal, haben eine Anzeige wegen groben Landesfriedensbruch bekommen. Und im Nachhinein habe ich jetzt von der Staatsanwaltschaft Post gekriegt, dass die Anzeige eingestellt wird. Aber das haben nicht alle von uns. Diese Bilder von verhafteten Antifaschisten waren weltweit in den Medien zu sehen. Es wurde berichtet, dass während dieser Nacht 80 Gewalttäter verhaftet wurden. Es wurde nicht gesagt, dass unter diesen 80 Leuten 60 Antifaschisten waren. Ja, ich meine, Sie sehen, wenn ein Führer, sei es einer Gruppe X oder Gruppe Y, seinen Ausflug, ich sage das mal etwas sehr, sehr, sehr flapsig und vielleicht etwas betont provokant, seinen Ausflug nach Rostock unternommen hat, ist das kein Grund, ihn festzunehmen. Es muss also schon irgendwas dazukommen, was einen strafrechtlichen Anhaltspunkt oder im Sinne des Polizeirechts einer drohenden Gefahr ausmacht, sonst ist der Mann nicht zu verhaften. Seit Kriegsende hat die Bundesregierung erhebliche verfassungsrechtliche Mittel im Kampf gegen Faschismus. Artikel 86 des Strafgesetzbuches verfolgt die Herstellung, Verbreitung und Sammlung faschistischer Propaganda. Laut bundesdeutschem Gesetz ist die Ausführung des Hitlergrußes rechtswidrig. Als stellvertretender der FAPO verhaftet wird in der Gefangenensammelstelle. Ich werde halt nicht durchgestellt. Was war das denn? Der stellvertretender von Herrn Küssel. Mhm. Und der ist verhaftet worden? Ja. Na gut, ich habe jetzt keine Wahrheit. In der Verteilung ist wieder frei. Ja, warum wollten Sie ihn einsperren? Ja, ich meine, wenn. Weil der stellvertretende Vorsitzender ist einer Organisation, die nicht verboten ist, oder besser? Wir kommen also jetzt so ein bisschen ins Schwimmen, nicht? Welch politischen Geistes er ist, das ist nicht strafbar. Die
politische Antwort auf Lichtenhagen war, nicht die wahren Ursachen, sondern die Opfer als Problem zu sehen. Die CDU forcierte ihre Kampagne zur Änderung von Artikel 16, dem Artikel der Nachkriegsverfassung, der das Recht auf politisches Asyl festschreibt. Genau am Wochenende von Lichtenhagen kapitulierten die Sozialdemokraten, die bis dato traditionell jegliche Änderung des Artikels 16 entgegenstanden. Deprimiert, böse, alles die Skala runter, als ich dann gesehen habe, wie Montag früh das Wohnheim hier aussah. Eben bis zur sechsten Etage die Fensterscheiben eingeschlagen und unser Büro unten in der Parterre, die Glasscherben. Dass da noch eine Steigerung möglich war, war für mich eigentlich unvorstellbar, zumal ich eigentlich sehr stark auf die Polizeikräfte vertraut habe. Denn am Tag war... Erstmal haben die Kinder da am Nachmittag frei gehabt, so dass diese ab 11 Uhr schon die Jugendlichen schon rum ums Haus herumgingen und sich das anguckt, was sie am Vortag da so schön angerichtet haben. Und die haben sich immer mehr und mehr gesammelt, bis so zum 15 Uhr, als die Asylbewerber weggebracht wurden. Nach einer Entscheidung der amtierenden ZAST-Leiterin wurde am Montagnachmittag mit der Evakuierung der ZAST begonnen. Offizielle Stellen waren angeblich nicht informiert. Zivilpolizei und Bürgerschaftler stellten unterdessen eine erneute Angriffsbereitschaft fest. Also hier ist ein Herr Staatskowski zu uns ins Büro gekommen und hat sich als der Fraktion SPD, der Bürgerschaft, vorgestellt und hat... Also uns gebeten, er kommt spricht im Namen der Bürgerschaft und hätte das mit den Sicherheitskräften, er hat nicht das Wort Polizei gesagt, ich würde sagen, heute er hat Sicherheitskräfte gesagt, abgesprochen, das Haus den Anschein zu erwecken, unbewohnt zu erscheinen, also dunkel, Fenster geschlossen. Man merkt uns so zu verhalten, dass wenn man draußen steht und so ein Haus reinguckt, als wäre kein Mensch mehr da drin sind, mit der Begründung, es könnte sein, dass die Polizei diese Häuser nicht mehr schützen. Und so ist das nicht schlecht, wenn wir uns so verhalten, dass sie die Randaliere auch von selbst irgendwie auflösen. Ich war persönlich auch bei den Vietnamesen drin. Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass es heute aufgrund von Aussagen, die wir dort aus den einigen jugendlichen Gruppen rausgehört haben, mit verschärften Angriffen zu rechnen war. Und ich habe auch dort dem Ting Bescheid gesagt, dem ist wohl der Sprecher der Vietnamesen, dass er seine Leute von den Fenstern wegzieht, dass er sie sich in den Wohnungen aufhalten sollten, um nicht eventuell durch diese Anwesenheit zu provozieren. Zumal er aufgetreten ist im Namen der Bürgerschaft, habe ich das für bare Münze genommen, dass das wirklich abgesprochen ist. Und dass das nachher nicht im Endeffekt sich zur Mausefalle. Die sich alleingelassen fühlende Hamburger Polizei bat um 4 Uhr nachmittags dringend um Verstärkung. Etwa zur gleichen Zeit besprachen Bundesinnenminister Seiters, BGS-Leiter Fritsch, Cordus und Kupfer in der Polizeidirektion den weiteren Verlauf. Verstärkung wurde nicht herangeholt. Warum nicht, bleibt unklar. Dann habe ich versucht, zunächst in der Polizeidirektion an Deckert als Einsatzleiter ranzukommen. Deckert war also zu diesem Zeitpunkt nicht im Präsidium. Ich habe den Leuten, mit denen ich dort gesprochen habe, gesagt, dass die Vietnamesen im Haus sind, dass ja die Angriffe vorher gegen die Vietnamesen gingen, dass also Polizei bleiben muss. Das war eine ganz bedrückende Stimmung hier im Hause. Erstmal schon das Sitzen nachher im Dunkeln und dann die Erwartung. Ja, und das doch gucken, heimlich durch den Vorhang, durch die Gardine gucken, was da draußen los ist. Und dann wurden das immer mehr Menschen. Und das war doch eine sehr beängstigende Stimmung, muss ich wirklich sagen. Es war einfach Angst da, weil die Menschenmassen, die dann sich so langsam gesammelt haben, das hat doch die Leute sehr erdrückt, würde ich sagen.